sind im vierten Untergeschoss. So, Geheimraum. Du führst die Keycard ein. Blub! Erstmal hier was mitnehmen. Ich soll wahrscheinlich erst Giovanni konfrontieren. Obwohl du solch störend warst für uns, muss ich doch dir meinen Respekt zollen, wie du deinen Weg in unser Büro ergauniert hast. Ich bin zwar enttäuscht, dass meine Mitarbeiter von einem Kind überwältigt wurden, aber ich würde mich selbst belügen, wenn ich nicht anerkennen würde, dass dein Talent als junger Trainer außerordentlich ist. Ja, ich bin der aktuelle Führer von Team Rocket. Ich würde einen Trainer deiner Charakterstärke gerne anstellen. So beeindruckend warst du. Allerdings weiß ich auch, dass du ein Dickschädel bist und uns niemals beitreten wirst. So traurig mich das auch stimmt. Nichtsdestotrotz, wenn du denkst, dass ich überhaupt in der gleichen Liga spiele wie meine Angestellten, hast du einen großen Fehler gemacht. Du hast bereits ein Schicksal besiegt, indem du uns hintergangen hast. Deine Freiheit, uns Schwierigkeiten zu bereiten, endet hier, mein Freund. Ich hoffe, ich habe es halbwegs hingekriegt, dass das, ne? Moment mal, du bist doch Stein. Erstmal Mega Drain. Gun. What? Oh, nee. Ah, Blubstrahl. Alter Schwede. Direkt mal eins umgenietet. Wasserschweif. Setzt er jetzt nur Stein-Pokémon? Oh, fuck. Top. Immer geht das Shit, Alter, nie, ja. Ist es nicht effektiv, aber Wasserschweif. Ich halt immer Damage durch das. Ich krieg bei dem keine XP von dem Typen. Wasserschweif. Wow. Cure Potion. Flup. Es hat nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. Wasserschweif! Oh, eventuell stirbt mein Turtok. Ah nein, sehr gut. Sandan, weil das ist Gift. Und dann machen wir jetzt mit Boden gegen Gift. Boah, Alter, da hauen die Dinger rein. Jo. Confused? Warum bist denn du jetzt confused? Achso, das Vieh hat sich confused. Aber toll. Jetzt wurde ich halt auch noch vergiftet. Problem ist, ich bin nicht zuerst dran. Wie viel Leben hast du insgesamt? 96. Ich setze jetzt noch meine Super Potion ein. In der Hoffnung, dass ich das dann überlebe mit der Super Potion. Nope. Critical Hit. Das ist doch kacke. Alter, ist das Ding stark, das Nidoking. Kraftreserve, ich hoffe, ich überlebe die erste Attacke. Ja, okay, habe ich gemacht. Oh, sehr schön. Null Pokémon-Dollar? Ich weiß nicht, ist das ein Bug, dass ich nichts von dem krieg? Oh, unvorhergesehen. Ich hatte erwartet, dass meine Angestellten mich enttäuschen würden, aber wie konnten meine Pokémon mich im Stich lassen? Ich wusste bereits von deinen Plänen, der Polizei zu helfen. Und... Hä? Nee, Moment. Ich wusste bereits von den Plänen, der Polizei, mich aufzustöbern und auch deine Komplizenschaft dabei. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe bereits eine andere Basis aufgebaut, die wir einfach umziehen können mit einem SG-Fluchtplan.
Im Ende war diese Basis nichts als ein zusammengetragener Haufen von Ressourcen, um dieses Experiment auszuführen. Du dachtest nicht, das wäre unsere einzige Basis, oder? Unsere Experimente werden in anderen Basis vorgeführt. Pokémon aus anderen Welten werden dort sehr bald getestet werden. Weil die Leute, die du bis jetzt bekämpft hast, sind ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was in den anderen Basen auf dich wartet. Das Passwort für diese Maschine ist Snobiligat, wenn du es unbedingt wissen möchtest. Ich habe das Gefühl, wir werden uns wieder begegnen, aber für jetzt, tschüss. So, Andrews Passwort, Access Granted. Hier ist nichts drin, okay. Da ist auch nichts drin. Was ist das hier? Sylph-Scope. Woher brauche ich das Sylph-Scope nochmal? Ja genau, für Geist-Pokémon. Wenn ich Geist-Pokémon sehen kann, brauche ich das. Aha. Bestimmt, das war das. Ist hier noch irgendwas? Ich will Loot haben. Gib mir versteckten Loot. Hier ist aber schon jemand mit Geist-Pokémon. Wieso hat die schon ein Geist-Pokémon getradet bekommen? Schweinerei. Kann ich hier durchlaufen? Ne, das ist da drüben. Okay. Gucken wir mal da rein, ob da was drin ist. Ein Passwort eingeben. Ich habe das Evoli gefunden. Den Anführer dieses Projektes konfrontieren. Und ihn verhaften lassen, okay. Und hier ist auch nichts drin. Da muss ich nicht mehr das Passwort eingeben, Schweinerei. Warum muss ich dort nicht das Passwort eingeben? So, zack. Können wir also hier rausgehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich geh mal kurz heilen, bevor ich irgendwas mache. Und die Frage ist, mit wem ich jetzt reden muss. Wenn ich jetzt hier irgendwie jemanden stellen soll, ob ich direkt zum Sergeant gehen soll. Ich kann mit dem Sergeant reden, wenn ich hier vorbei bin. Team Rocket ist uns zwar entkommen, aber es ist eine Gefahr, die in dieser Stadt nun nicht mehr oder die in dieser Stadt gebannt wurde. Alles nur dank deinen Bemühungen. Sie sind außerhalb unserer juristikalen Reichweite. Sie sind jetzt außerhalb unserer juristikalen Reichweite. Allerdings bedeutet das, dass ihre Operationsbasis entdeckt werden muss. Wir müssen nach anderen Basen suchen. Bis bald. So, lassen wir uns jetzt mit dem Evoli. Okay, das ist der Weg. Aber das Evoli habe ich ja immer noch nicht. Also zumindest nicht als Pokémon zur Verfügung. Ist hier wieder der Greg? Okay, ich raff's nicht. Irgendwas habe ich verpennt. Weil ich habe immer noch das Evoli nicht. Also ich habe das zwar recovered, aber ich habe es nicht bekommen. Dann gehen wir mal hier. Ah, Team Rocket. Da unten steht auch einer. Ha! Komm her. Oh, verdammt, du hast Giovanni besiegt. Ich hau lieber ab. Tschüss. Wer bist du denn? Hallo, Lein. Es tut mir leid, aber die 2-Tage-Periode, die ich dir gegeben habe, nach dem Eintragen der Aufgabe ist bereits vorbei und ich muss die Aufgabe leider widerrufen. Aber du kannst gerne eine neue versuchen. Aber denk dran, du musst sie pünktlich abgeben, wenn du belohnt werden möchtest. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Aber du hast keine Zeit dafür. Du bist immer noch damit beschäftigt. Alle Orden zusammen. Sag mir Bescheid, wenn du das geschafft hast. Ich werde dann eine Aufgabe für dich haben.
Okay, und Reward Master gibt mir wahrscheinlich entsprechende Sachen dafür. Denke ich mal. Oder? Ach, kann ich nicht drüber laufen. Hallo, nein. Ich bin der Belohnungsverteiler. Ich arbeite zusammen mit dem Arbeitenmeister, der da drüben sitzt. Wie kann ich dir helfen? Ja, ich gehe nur vorbei. Ich habe eh nichts, was ich da kommen könnte. Hat er gesagt, zuerst mal alle Badges sammeln. So, du da. Fuck, du hast Giovanni besiegt. Ich hau ab. Tschüss. Ja, da links liegt was, Loot, loot. PP ab, ja gut. Was jetzt Junge meinen, wenn ich richtig gute Attacken hab? Komme ich noch irgendwo hin? Nein, komme ich zur Arena oder was? Ist doch die Pflanzenarena, oder? Ja, Pflanzenarena. Ein kleiner Hinweis, Erika nutzt den Pflanzentyp. Ist beste Verteidigung ist ein guter Angriff. Feuer wäre super. Komm zurück, wenn du gewonnen hast. Ich wollte eigentlich mir noch ein Feuer-Pokémon tatsächlich sammeln. Hab nur noch keine gute Idee, ob ich da Biber einfach dafür dann austausche. Muss ich dann doch mal nach rechts rausgehen. Oh shit, du hast Giovanni besiegt. Ich hab, tschüss. So. Ultrabell. Das ist natürlich schick. Ultrabell habe ich jetzt, glaube ich, 6. Die kann ich lange nicht kaufen. So, dann gucken wir halt mal den Rest der Stadt an. Ne? Ich habe ja hier noch einiges noch gar nicht erforscht in der Stadt. Zum Beispiel hier oben bei Camper Lilly. Kuckuck. Überraschung, ich hab die gefunden. Dieser Flur. Nehmen wir mal Xatu. Auf geht's, Xatu. Takedown. Ja, gut. Das hat uns ungefähr gleich viel Schaden gemacht. Jetzt greife ich aber mit Schnabel an. Super, super effektiv. Ah, mit Takedown noch daneben. Nochmal Schnabel. Hab hier volles Leben. Wechselt Pokémon. 1007 XP, Level 35. Sehr schön. Nochmal Schnabel. Was mit Kanonensamen wäre ich angegriffen oder was? Oder Kugelsamen? Psychic. Psychic bedeutet, das Ziel ist mit einem starken telekinetischen Kraft oder von einer starken telekinetischen Kraft getroffen. Das kann außerdem die Spezialverteidigung reduzieren. Klingt doch gut. Nehme ich mal hier den Verwirrstrahl weg. Oh, du bist nicht die Person, vor der ich mich versteckt habe. Tja, muss man halt schon drauf achten. Jetzt habe ich noch einen guten Psycho-Attacke. Gibt's hier oben irgendwas? Hier ist hier so ein Honigbaum. Ich müsste aber Honig dafür in meinem Inventar haben. Hallo? Was machst du denn hier? Oh, okay. Mehr mal sagst du nicht. Das ist ja ein bisschen enttäuschend. Ja, da ist wieder ein Ball. Ich habe einen Ball gesehen. Wie ist versteckt? Noch ein Superball, sehr schön. Ich glaube, hier drin gab es normalerweise das Evoli. Oh, das sind Jesse und James. Und hier geht's doch rein, oder? Ist genau gesehen. Ha! Verdammt, du hast Giovanni besiegt. Ich hau lieber ab. Tschüss. So, Jesse und James. Ahahaha! Wie süß, dieser Trainer denkt, dass seine mickrigen Pokémon uns gegen unsere fein abgestimmten Kampfmechaniken bestehen können. Und ich dachte, hier wäre kein Komödiant in der Nähe. Hau ab, Kindchen, bevor wir unsere Meinungen ändern und alle Pokémon klauen. Okay.
Dann nehmen wir das Gleiche, dann nehmen wir das Gleiche. Blau und Rot hat man in dem großen Gebäude seine Evoli bekommen, das weiß ich noch, ganz oben, oder relativ weit oben. Aber das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Hier oben scheint generell nicht so viel der Fall zu sein. Bim, bim, gehen wir nochmal ins große Haus rein. Ne, das ist das hier. Celadon City, eine reiche, farbenfrohe Stadt, wo Menschen und Pokémon sich versammeln. Ist das hier das Rathaus oder was? Guck, guck. Willkommen! Ich bin der Pokémon IV-Checker. Ich kann die totalen Stats deines Pokémons berechnen, um diesen Computer zu benutzen. Möchtest du es versuchen? Ja. Bitte zeig mir ein Pokémon. Und diese Pikachu hat einen totalen Value von 96 IVs. Ja. Das hat mein Totok. 93. Ja, was haben denn die anderen so? Beauty 60, wow. Die sammle ich aber mit der Zeit mit besiegen, oder? IV ist doch... Ah ne, IV ist das, was ich nicht verändern kann, ne? Genau. 93 IV, Xato. Ja. Ich kann Jolly Sander an. 77, ist nicht so stark. Und Bibo? 96. Also 96 ist mein höchstes aktuell. 96 gut? Sieht nicht so aus. Bis 31 geht's, hat er gesagt. Das ist einfach nur das jetzt zusammengerechnet. Wow. Wow. Oh, nichts drin im Müll. Was ist denn das für eine Maschine? Okay, kann ich nichts mehr machen. Geh lieber die Treppe hoch. Hup, 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 hup. Boss Cooldown Checker. Hey there. Ich habe Daten zusammengebracht, um die stärksten Trainer in der Pro World. Über die stärksten Trainer in der Pro World. Diese Bosse sind formidabel und bis jetzt echt schwer zu erfolgen. Allerdings nicht mehr. Welche Region möchtest du checken, Kanto? Rocco kann herausgefordert werden. Chuck kann herausgefordert werden. Koichi kann herausgefordert werden. Jesse und James kann herausgefordert werden. Professor Oak. Professor Oak kann herausgefordert werden. Aero kann herausgefordert werden. Erika kann herausgefordert werden. Pumpkin King kann herausgefordert werden. Shemmy kann herausgefordert werden. Sherry und Shui kann herausgefordert werden. Ich weiß nicht mehr, wer das alles ist. Holy fuck. Ich kenne die Hälfte davon nicht. Extra cool und checker. Hey, welchen cooler möchtest du checken? Okay, nee, nichts. Brauche ich nämlich noch nirgendwo. So, geht's hier noch höher? Welchen möchtest du? 3. Wer seid ihr denn? Guten Morgen! Stimmst du zu, dass unsere Kartenmacher einen großen Job machen, oder? Nee, du stimmst doch zu. Ja. Oh, süß. Ja, ich denke, du kannst hier ein kostenloses Geschenk haben. Tegos gibt dir einen Soothbomb. Goodbye. Okay. Bist du? So viel mehr, dass wir erschaffen müssen. Eine ganze Welt muss zusammengebaut werden. Ich kann es nicht erwarten. Das sind wohl die Programmierer, die sich hier verewigt haben. Das Internet ist eine wundervolle Entwicklung. Ich kann meine fertigen Maps zu jedem der Admins oder Entwickler schicken. In einer Sekunde. Es ist wunderbar. Ja, ich würde sagen, das sind hier die Entwickler. Okay, dann rede ich. Ja doch, ich rede noch mit denen. Ich bin immer noch ein Neuling. Aber sei gespannt auf meine Maps. Auf meine Karten. Hey du!
Macht das Spiel soweit Spaß? Ich hoffe so. Ich bin aktuell am Lernen, um eine tolle Spielerfahrung bereitzustellen. Ja, haben wir schon ganz gut geschafft. Ich will irgendwas machen, kann ich nicht. Verdammt. Da waren wieder Müllsachen. Ich muss die Müllsachen durchsuchen. Nein! Gebt mir doch irgendwas! Nein! Nee! Frechheit! Oh, nichts drin. Schade, und ich dachte, in den Müllsachen finde ich was. Ich habe gerade schon Free Stuff bekommen. Hup. Ich möchte mal auf das Dach. Ah! Bin ich denn hier gelandet? Wer bist du denn? Du scheinst noch nicht erfahren und hart genug zu sein, um meine Zeit in Anspruch zu nehmen. Einen schönen Tag. Oh wow. Du bist ja vielleicht ein eingebildeter Dude, ey. Schweinerei. Ganz runter kann ich nicht fahren. Aber mit dem doch kann ich ganz runter fahren, oder? Kann ich mit dem irgendwo anders hinfahren? 1, 2, 3. Ja. Warum auch immer die das so gebaut haben. So, war mal so da drin.